Mein Gesprächspartner ist nun Baldur Landegard. Baldur wurde heute in den Parteivorstand der NPD gewählt. Baldur, wo siehst du deine Aufgaben? Ja, vielen Dank für die nette Worte. Erstmal möchte ich mich natürlich bei den Delegierten bedanken für die Wahl und für das Vertrauen. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Diplomdesigner sehe ich meine Hauptverantwortung natürlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, des Erscheinungsbildes. Und mir ist es besonders wichtig, dass die NPD ein konsequentes, charakteristisches und eigenständiges Erscheinungsbild erhält, weil wir ja keine Kopie von irgendetwas sein möchten. Vielleicht noch ein schönes Beispiel. Es gibt da so einen Spruch, wenn jemand ein Schiff bauen möchte, dann soll er nicht nur hingehen und Holz zusammentragen, Arbeit verteilen und Bretter sägen, sondern vor allen Dingen bei den Menschen die Sehnsucht nach dem großen Meer erzeugen und nach neuen Ufern und Möglichkeiten, also sprich Emotionen ansprechen. Und da ist Gestaltung sicherlich, da unser Auge das stärkste Sinnesorgan ist, ein ganz wichtiger Aspekt, und daran wollen wir arbeiten. Das klingt sehr vielversprechend. Vielen Dank, Baldur.